Ist Deutschland. Ich bin Juri. Das ist Jimmy. Und du stellst dann jeden. Das ist der Max. Mir wurde noch vor kurzem gefragt, ob das sein tatsächlicher Name oder sein wahrer Name ist. Ich sagte klar. Ich heiße Jan. Und ich bin Schatze. Wir spielen heute im S36 und es wird der Knaller. Weil das heute unsere Rekord-Release-Party ist von unserem zweiten Album. Visa Free. Und super. Also eigentlich, ich habe jetzt, wo wir die Aufkleber für die Poster gemacht haben, haben uns die Leute gefragt, hey Party, aber ist das kein Konzert? Das ist wahrscheinlich nicht offensichtlich, das ist Record Release Party. Und in unserem Fall, ja, der hat das T-Shirt. Also unsere Record Release Party ist auch gleichzeitig Record Release Konzert und dann gibt's Party und wir spielen heute praktisch dann komplett unsere neue Platte und auch die alte dazu. Und noch neue Stücke. Unveröffentlichte und die vergessene Klassiker. Das war verfügbar. Aber es ist ein super schöner Laden. Wir freuen uns. Es ist auch sehr angenehme Größe und also wir haben immer eigentlich in Café Bohle gespielt, auf Straße 60. Und es ist inzwischen schwierig geworden, weil die Leute einfach nicht reinpassen. Oder wenn die reinpassen oder diejenigen, die reinpassen, wenn sie anfangen zu hüpfen und Probe zu machen, dann wird es irgendwann gefährlich und macht weniger Spaß. Weil wenn die Leute irgendwie stapelweise auf die Bühne fallen, ist schon ziemlich krass. Also hier hoffentlich werden heute hoffentlich alle reinpassen, die uns sehen wollen. Und wir haben ein halbes Jahr lang in Berlin nicht gespielt, also Café Burger wäre jetzt ein Suizid, wenn wir das machen würden. Ist ja auch ein schicker Laden hier, muss man ja auch machen. Geschichtsträchtig, viele legendäre Bands haben hier gespielt. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal legendär, dann hier uns ein. Eigentlich ging es nur darum, einen Grund zu haben, hier reinzukommen, um unser Sticker zwischen all diesen tollen Sticker auf den Türen zu unterbringen. Jetzt haben wir es, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir spielen sollen. Oh, ist schön. Ja. Einer, da ist der andere. Noch können wir. Drei. Geil. Wir haben es geschafft. Das war auch der erste Laden, glaube ich, in Berlin, wo ich zu einem Konzert gegangen bin. Also ich bin mit 20 aus der Ukraine nach Berlin gekommen. Und hier spielte damals Space No More, glaube ich, so ein Secret-Gig. Also für mich ist das, schließt irgendwo der Kreis heute, weil, also, ja, Face No More und dann 15 Jahre später, also, mit Rotfreund unterwegs zu sein, ist ein Abenteuer, also man weiß nie, was man erwarten kann. Also schau dir, das ist irgendwie hier neun Menschen, alle wilde Partytiere, genau, plus unser Tonmann, der gerade leider nicht dabei sein könnte. Aber es ist immer abenteuerlich und es wird wahrscheinlich genauso sein. Noch schlimmer. 20 Jahre. Also ich glaube, dass alles so gut funktioniert, weil wir das total
genießen, wir lieben uns, es macht ganz viel Spaß, Musik zu machen und man genießt das Publikum das auch. Und diese Tour war super, also das war überall Party, 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 10 Tage lang. Wir haben uns wieder mehr an der Street orientiert. Das war uns ganz wichtig. In unserem ersten Album gemerkt, wir sind zu weit weg. So, bisschen. Ich spreche sowieso nur für mich. Das ist mir neu. Ja, wenn ich das Album höre, ich sowieso nur meine Parts durch. Aber was anderes nicht sprechen. Also vor dem ersten Album hatten wir eine Woche, die wir in einem Schloss verbracht haben, und um die Songs zu proben mit unseren Produzenten zusammen. Und dann die Nächte haben wir dann gefeiert und mit allem, was halt dazugehört. Das war so richtig 70er Jahre Rockstar-Traum. Hab den Fernseher aus dem Fenster rausgeschmissen. Diesmal ist das Geld nicht ausgereicht und diesmal konnten wir es nicht machen. Das ist so der Grund. Du musst ihn unten auffangen diesmal. Das ist der Schaden. Das ist jetzt mehr auf Englisch. Das ist auch ein Motto, oder? Das ist jetzt mehr auf Englisch. Stimmt, wir singen mehr auf Englisch inzwischen, damit, also ich meine, es geht um, eigentlich ist das Motto der Platte raus aus der Immigrantischen Republik und in die große Welt, und deswegen auch sind, also es ist wichtig, dass die Leute unsere Texte verstehen, also schön wäre es, ich hoffe, wir singen auch deutlich und deswegen schreibe ich jetzt auch mehr Englisch und nicht mehr Russisch und Ukrainisch wie früher. Ja, das ist, also es gibt Haufen Unterschiede. Also es könnte echt lange dauern, bis wir die alle aufzählen. Und die Farbe von dem Cover ist der andere. Stimmt, das Cover ist auch blau, weil der alte überhaupt nicht steht. Ja, also. Das ist ein großer Unterschied. Dazu könnten wir wirklich eine extra Sendung machen. Ich habe ein neues Kleid. Ich auch. Ich auch. Meinst du es verschwunden? Ja, sie, oder ist verschwunden. Die ist in einer Wohnung, wo man nicht reinkommt. Genau. In der ersten Reihe ganz viel, weil wir werden viele Sachen verteilen. Alles verteilen, was Wodka, wir gesammelt haben. Tequila, Reis. Das ist jetzt wahr. Kein Scheiß. Knoblauch, stimmt. Ah, da ist Knoblauch. Unser Abendessen. Das war auch der Plan, warum wir diese Tour vorher gemacht haben und diese Record-Release-Party erst am Schluss in Berlin ist, damit wir alles, was wir irgendwie gesammelt haben, über die letzten Monate. Also wir sehen alles gut, aber es wird super. Viele Lebensmittel zweiter Hand werden verteilt. Cool, sind 36. Ja, es ist 36. Mir war der Begriff immer, weißt du, immer sehr vage für mich, sehr unklar, was Kult ist eigentlich. Also warum Café Burger ist Kult, stimmt, also sagt jeder, irgendwie ist so 36 ist Kult. Pulp Fiction ist Kult. Also ich meine, die Sachen, deswegen, ich bin immer noch im Prozess, das hier rauszufinden, was Kult ist. Vielleicht kann uns Kultmucke erklären, was Kult ist. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall Kult ist. Falls Kult cool ist, sind wir Kult. Du bist mir kein Grund zu sagen, ich muss hier weg. Das bleibt grad stehen bei dir im Grundgesetz. Von den Alpen bis Rot-Rhein-Tal. Du weißt, du bleibst immer die Erste.